Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frozen Flame. Hallöchen. Genau, die Hildegard freut sich wieder. Das Klatschen ist aber auch echt cool. Ja, wir dachten, wir schauen uns heute mal die Mühle an, unter anderem. Wir haben auch ein bisschen Futter in der Tasche für den Haihund. Wir behalten jetzt mal den Begriff bei, oder? Haihund. Das ist irgendwie ganz cool. Ja. Um mal zu gucken, ob der Haihund was kann. So, Runensteine. 8 Stück an der Zahl schon. Boah. Vermögend. Oha. Oha. Krasser Ausblick. Oh ja, oh ja. Oh, warte, das müssen wir ja kurz mal mit den Zuschauern genießen hier. Wow. Also auch die fliegenden Inseln, einfach nur geil. Ne? Ach, guck mal, jetzt sieht man auch, da wo der Gesichtslose wohnt, jetzt sieht man die Zitadelle auch ganz gut, ne? Mit dem Wirbel. Mhm, ja. Cool. Ja, dann schauen wir mal in die Mühle. Ich habe schon geguckt. Was ist denn das da? Ist das so ein Luftwirbel, ne? Ja. Na dann. Aber hübsch gemacht. Ach, guck mal, hier ist eine Kiste. Hübsch gemacht ist es ja. Mhm. Ein Ausdauertrank. Yay, von denen haben wir also auch schon ein paar. Aber mir war ein Energietrank drin. Guck mal, hier draußen ist noch was. Oh, schon wieder so einer, hä? Huh? Ja, ich lese mal die Tafel. Mhm. Aufzeichnung aus dem 120. Jahr nach Ausbruch der Weißen Kälte. Heute ist ein wichtiger Tag. Ich muss die Wiege der Hüter gegen die verfluchten Horden verteidigen. Ich muss zugeben, dass mir die Knie schlottern und meine Brust sich eng anfühlt. Werde ich überleben? Werden meine Brüder überleben? Können wir uns das Vertrauen würdig erweisen, das uns Mithra und Kronos entgegengebracht haben? Scheinbar nein. Dies ist eines der verstorbenen Mitglieder des Ordens der Sucher. Mich interessiert vielmehr, haben die den gefunden, was sie gesucht haben? Wenn es der Tod war, dann ja. Das ist aber nett, nett. Nett. Oh, ich habe eine Taube hochfliegen sehen. Na toll. Jetzt hänge ich im Dach fest. Ja. Ist mein Ernst? Ich hänge im Dach fest. Echt jetzt? Ja. Ach, ich sehe dich. Ja, stimmt, du bist da oben. Auch nicht mit hinknien. Knien war eine gute Idee, mein Lieber. Manchmal hilft hinknien einfach. Ja, mit Knien kennst du dich aus. Ja, ja, klar. So, dann würde ich sagen, wir gucken noch. Ach, du bist schon wieder drüben, okay. Ja. Ich würde gerne mal da links hochlaufen. Das machen wir. Ich folge dir ganz unauffällig. Kannst du eh nicht. Was? Wieso? Du weißt gar nicht, wo ich bin. Wo bist denn du jetzt hin? Wer versteckt sich jetzt hier vor wem? Bist du da die Stein? Ah ja. Ja, ich hatte gerade kurz über den Abgrund gespickelt, aber da war wirklich nur der Blick in den Abgrund, sonst nicht. Ach guck mal, man sieht von hier oben sogar unser Haus, ne? Ich finde, es fügt sich echt malerisch in die Landschaft ein. Ist echt cool. Glück gehabt. Okay. Meister der Schläge. Meister der Schläge. Suche den Meister. Bist du nicht der Meister der Schläge? Warte, ich habe ihn gefunden. Hätte sein können, aber nein. Erste Aufzeichnung. Oh oh, ich bin mir sicher, dass sich irgendwo in der Nähe ein unübertroffener Meister der Kampfkünste aufhält. Er wird mich bald unterrichten. Ich werde ihn dazu bringen, mich als Lehrling aufzunehmen, egal was passiert. Es gibt Gerüchte, dass er einen geheimen Super-Duper-Schlag kennt, der ein todsicherer Weg ist, den Feind ins Grab zu schicken. Einen Super-Duper-Schlag. Ein todsicherer Weg, den Feind ins Grab zu schicken. Was für ein fulminantes Wortspiel. Wo geht's denn hier hin, sag mal? Also ich finde, obwohl die Insel gar nicht so groß wirkt, gefühlt sind wir jetzt in Folge 10, glaube ich. Nicht gefühlt, wir sind in Folge 10 und wir entdecken immer noch was Neues, oder?
Ja. Tja. Das ist sehr ergiebig hier. Haben sehr sie gut gemacht? Ja, wo ist er denn? Der versteckt sich bestimmt hinter einem Wasserfall. Ah, nee, guck mal, da hinten ist eine... Sieht aus, als wäre hier eine Höhle. Ich guck mal nochmal schnell hier runter. Ah, ich wäre ja so neugierig. Ich muss da nachher mal hinter dem Wasserfall gucken. Und da geht's auch noch runter. Mein Gott, ja, macht es. Aber jetzt gehen wir erstmal hier lang. Mhm. Es hat sich so angehört, als hätte irgendwas Waffen gezogen, finde ich. Das war oder ich. Was? Okay. Ich wollte ein bisschen für Stimmung sorgen. Okay. Ach, guck mal. Da. Ja. Hier ist gleich Stimmung. Bin ich mir sicher. Warte mal. Meister der Schläge. Suche den Meister. Okay. Ich glaube, wir haben ihn... Ach nee, hier ist er noch nicht, oder? Vielleicht ist er einer von denen. Na dann. Oh. Oh, was war das? Verdammt, irgendeiner zaubert halt wieder Feuer. Dammig. Der Sound ist aber auch ganz cool, ne? Mhm. Wenn man den Kampf geschafft hat. Ach, guck mal, hier ist sogar eine Schlafstadt. Die wohnen hier. Ah, dann lese ich mal die Tafel vor, oder? Ja. Zweite Aufzeichnung. Der Meister des Super-Duper-Schlags versteckt sich in der Wiege der Hüter. Ich frage mich, wo sonst sollte er sich verstecken, wenn nicht hier? Dies ist die Heimat eines uralten Ordens. Hier wurden Drachen verehrt. Hier schenkte uns Kronos zum ersten Mal die heilige Flamme. Oh, mir kommt gerade ein verrückter Gedanke. Was, wenn der Meister des Super-Duper-Schlags zu alt ist? Was dann? Ja. Berechtigte Frage, ne? Ach, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Und wenn man einen Super-Duper-Schlag drauf... Was hast denn du da fallen lassen? So eine Maske. So eine Standardmaske. Du musstest es aufheben, ne? Ja. Das ist krankhaft, Necro. Das ist echt krankhaft. Das war ein Säckchen. Das war Loot. Loot tut gut. Winter Wonderland. Hier fallen immer voll die Steine. Hier fallen immer die Steine raus. Hier muss man voll aufpassen, hier ist Steinschlag. Also man kann sagen, was man will, aber das Spiel macht echt Fun. Ja, Och, das war jetzt aber auch mehr Glück als Verstand. Entschuldigung. Warum ganz genauso. Weil es mir genauso ging. Ich glaube, du hast es nur gar nicht mitgekriegt. Das ist nichts für Charaktere mit Höhenangst. Nee, das stimmt. Wow. Puh. Ach krass, und es geht immer weiter. Wow. Damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, als wir da zwischen die Felsen abgebogen sind. Tja, willst du den Super-Duper-Schlag haben oder nicht? Natürlich will ich den haben. Oh, was ist denn das hier für eine Wurzel? Wow. Dritte Aufzeichnung. Meine Knie sind schwach, in meiner Brust kribbelt es, mein Mund ist trocken. Ich frage mich, was ist, wenn der Meister des Super-Duper-Schlags eine Frau ist? Wie kann ich sie bitten, mich als Lehrling aufzunehmen? Ich werde mich in sie vergucken oder sogar verlieben. Oder was ist, wenn der Meister des Super-Duper-Schlags eine alte Frau ist? Götter, ich habe Angst, auch nur daran zu denken.
Ich werde den Meister bald finden. Ja, wenn er so weitermacht, nett. Oh Gott, was ist, wenn... Necro, was ist, wenn der Meister eine Frau ist? Das spielt das eine Rolle. Super-Duper-Schlag ist Super-Duper-Schlag, oder? Apropos Meister. Meisterlich was essen könntest du. Oh, guter Hinweis, danke. Habe ich überhaupt nicht im Blick irgendwie. Gut, dass man die Lebensbalken vom anderen sieht. Ach, guck mal, hier gibt's. Ach, Träumchen. Oh, sehr schön. Man muss nicht alles zurücklaufen. Und was machen wir, wenn der Meister non-binär ist? Was machen wir, wenn der Meister ein Haihund ist? Ihn füttern. Kommt man da hoch? Ich will da hoch. Lass mich da hoch, komm schon. Okay, da ist so ein gelber Strahl und da ist so ein komischer Baum. Und da ist ein See. Das ist hier alles sehr groß. Abgefahren. In dem See... Nee. Schwimmen Fische. Ich hab jetzt gerade gedacht, in dem See entstehen diese Quallendinger. Aber das sah nur so aus beim Hinlaufen. Ey, diese Fische sind hier aber schwierig zu fangen, ne? Mhm. Okay. Also ich habe hier noch keinen gelben... Wo hast denn du den gelben Strich? Ach, da ganz hinten. Mhm. Bist du schon auf dem Weg? Ich turn hier gerade hier oben rum. Da habe ich auch was Interessantes entdeckt. Ich bin hier. Ich liebe diese Ortsangaben. Warte mal, ich guck einfach mal. Also ich bin bei diesem Baum, wo die Blätter vom Boden aufsteigen, statt umgekehrt herabzufallen. Und ich bin bei einem Totem von der Blair Witch Hexe. Oh, vor dem Baum sitzt ein Skelett. Okay. Komm erstmal hierher. Ja, okay. Warte, nein, nach links. Nach links. Ja, warte. Warte. Guck, hier war die Blair Witch Hexe. Trau mich nicht hinzugehen, du musst gehen. Wo denn? Ich suche hier nur Bäume. Ach, da. Kann man da gar nichts machen? Da hat jemand einen Stein Arme gemacht und ein Blatt als Haare oder so. Ja, die Blair Witch Hexe, Mann. Ach so, ja, Entschuldigung. Die ist hier bestimmt irgendwo. Hab sie. Ach nee, das bist du. Entschuldigung. Kurz verguckt. Entschuldigung. Ich weiß ja auch nicht, ne? Lass uns mal den Baum angucken mit dem Skelett. Na gut. Mhm. Der sitzt hier schon lang. Und der Baum hat auch ein Ausrufezeichen. Warum glüht sein Schritt? Das Skelett starrt auch nach dem Tod hartnäckig auf den Baum. Warum leuchtet sein Schritt? Das kann ich dir nicht sagen. Das müsstest du ihn vielleicht selber fragen. Ich weiß aber nicht, ob du eine Antwort kriegst. So, soll ich mal mit dem Baum interagieren? Interagier mal. Ich gehe mal weg von der Klippe, bevor er mich von der Klippe schmeißt. Warrior Tree. Kniet nieder vor dem größten Krieger, den die Länder von Arcana je gesehen haben. Ich bin, erledigt den Feind mit einem blitzschnellen Schlag. Ich gebiete dir, mich nur mit diesem Namen anzusprechen. Also sein Name ist, erledigt den Feind mit einem blitzschnellen Schlag. Okay. Seit 1000 Jahren besitzt meine Familie das Geheimnis, wie man jeden Feind besiegen kann. Ach, das ist der Krieger. Vermute ich mal, ne? Der Baum. Mhm. Ohne dein Wissen haben wir bereits die Schlacht begonnen, von der Barden Lieder singen werden. Überrascht? Ha! Ich weiß, wie man mitten ins Herz trifft. Ich habe gegen Titanen, Golems, Pilger und Verfluchte gekämpft. Alle meine Feinde sterben.
Ha! Feinde sterben im ehrlichen, glorreichen Kampf mit mir. Ich werde mein Schwert nicht ziehen. Ich werde keinen Zauber wirken. Ich werde den Bogen nicht spannen. Ich werde gewinnen. Die Zeit ist mit mir. Ich vermute, dass du langsam verstehst, was los ist. Mein Fleisch ist Rinde und Säfte. Ich werde Jahrtausende leben und du bist nur ein Pilger. Fleisch und Blut. Eure Existenz ist so flüchtig. Meine Waffe ist die Zeit. Meine Klinge wartet. Ha! Der große Krieger, schlag den Feind sekundenschnell, wird gewinnen. Der Baum ist echt witzig. Ich bin der Wildeste unter den Baumkriegern. Feinde zittern bei dem Gedanken an meine Macht. Wische die Tränen der Niederlage weg. Ich habe kein Mitleid. Mein Herz ist eine Wurzel. Tja, mehr erzählt er aber auch nicht. Mann, hat er viel zu erzählen. Willst du auch nochmal mit ihm kurz ein Schwätzchen halten? Immerhin ein Puppenbauplan, okay. Puppenrezept. Nimm mal die Axt und hau ihn. Alle meine Feinde sterben. Interessiert ihn nicht. Okay. Tja, na, was ist, wenn der große Krieger ein Baum ist? Ja. Sehr schön. Doch, cool. Besser als eine alte Frau, oder? Weiß nicht. Hätte ich jetzt, sage ich mal, auch keine Einwände. Vielleicht tut sie ja auch nur so, als wäre sie eine alte Frau, wenn. Die Dabei Baum. Ist sie ein Mann. In Baumform. Ich hab's jetzt kompliziert. Eieiei. Also ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Gehen wir zurück? Ja, ich guck gerade nochmal kurz hier rum und um, ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Aber es sieht hier nicht danach aus. Aber wenigstens gibt es hier einen Teleporter, ne? Ja, ich glaube, wir sind auch deutlich schneller, wenn wir den nehmen und dann nochmal hochfliegen, als alles zurückzulaufen, oder? Ja, müssen wir nochmal hoch? Ja, wir sind doch erst, ja, müssen wir. Okay. Da war ja noch viel mehr. So viel mehr zu erleben. Mal gerade auf die Map, also. Ja, die Quest ist jetzt auch weg, tatsächlich. Hast du den Bauplan eingelesen? Oh. Du hast mich voll weggekickt beim Landen. Was, stehst du auch darum? Ja, jetzt, ja. Hab gerade den Bauplan eingelesen. Wobei, jetzt, wo wir hier sind, könnten wir auch erst nochmal beim Lizard vorbeigehen und dem ja. Das Zeug geben. Ja, können wir auch machen, komm. Ja, wenn wir schon mal. Wenn wir schon mal haben. Also gut, hochfliegen kann man hier aber nicht, ne? Nee, das geht nicht so richtig toll. Was hier ist, eine Zauberbarriere oder irgendwas, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Eine Kuppel, glaube ich. Wahrscheinlich schützt die eigentlich vor den Drachen, oder? Das kann gut sein, ja. Nee, was willst denn du? Hast du wieder Freunde gefunden? Weiß ich nicht, ob er mit mir befreundet sein will. Sah jetzt spontan nicht danach aus. Das hast du bestimmt nur missverstanden. Das kann sein. So, na wenigstens hat er noch Stoff dabei. Was? Stoff. Also, Stoff und Schnaps. Okay. So, ich spreche schon mal mit ihm. Insektenspieß. Ah, bringe Essen. Insektenspieß. Er möchte einen Insektenspieß. Wir haben das falsche Essen dabei. Möchte nur den Insektenspieß. Kein Fleisch, Fisch.
Er sagt mir jetzt nur Insektenspieß. Das hätte er auch gleich sagen können, oder? Wäre ja zu einfach. Bei mir steht nur Chu Luk Ku oder so. Hä, wieso, wo stand das bei dir? Komisch, bei mir sagt er Chu, unten drunter in Klammer bringe Essen. Ja, das steht jetzt bei mir auch. Und wenn ich das nochmal mache, dann steht irgendwann Chu und drunter steht Insektenspieß. Nee, bei mir steht immer nur bringe Essen. Seltsam. Hey, ich hab doch was zu essen, Freundchen. Aber ich kann jetzt theoretisch mit ihm handeln. Ich habe ihm gerade 5 Feuersteine abgekauft. Ja, hey. Soll eine vertrauensvolle Basis werden. Handel trägt dazu bei, oder? Ja. Man schon in der Antike so gemacht worden. Was ich aber auch schön animiert finde, ist das Abrollen, ne? Ja, das stimmt. Ich hol mir mal noch den Runstein da in der Mitte, wo man eigentlich eine Brücke rüberbauen soll. Aber jetzt können wir ja fliegen. Stimmt. Nein! Fail. Boah, meinst du, ich steig mal auf? Mir fehlt eigentlich ja nur noch ganz wenig an Erfahrung, aber irgendwie... Ja, ist bei mir aber auch so. Insektenspieß, können wir den schon? Ich glaube ja, gell? Gute Frage, nächste Frage. Oh, hast du die Tafel gelesen? Welche Tafel? Die da liegt? An der Klippe, ja. Bevor er in die Berge ging, um einen Lehrer zu finden, beschloss der zukünftige Meister, den Super-Duper-Schlags, die Stelle zu überwinden. Die blöde Stelle hängt an einem Stein und ragt wie ein Wunder Daumen heraus. Sehr ärgerlich. Ich habe versucht, das Wasser zu schlagen, um es zu zerstreuen und den Stein zu zerbrechen, aber es hat nicht funktioniert. Scheint, als müsste ich eine Brücke bauen, um die Stelle zu erreichen. Oh, das ist aber fies. Ah ja, okay. Ui. Oh, das sah gut aus. Oh, du hast ja sogar geschafft, da drauf zu landen. Nicht schlecht, Herr Spuck. Ja. Ja gut, hat ja jetzt auch 2 Anläufe gebraucht. Alle guten Dinge sind 3. Okay, jetzt schaue ich nochmal kurz auf die Map. So, Insektendingsbums, ne? Ja, ich tippe ja, dass man einfach 2 unterschiedliche Käfer ins Feuer schmeißen muss. Es kann sogar sein, dass ich das Rezept schon hab, nur dass es jetzt nicht im Kopf hab. Aber ich kann sein, dass es das ist, ja. Ich habe irgendwann mal Outtake alles Mögliche miteinander kombiniert. Ich glaube, da war das dabei. Ich habe eine Kiste nur mit Baumstämmen gemacht. Ja, hab's entdeckt. Damit wir da mal ein bisschen Platz haben. So, kochen. Das schmeißen wir mal raus. Boah, das Zeug sammelt sich aber auch schnell an, ne? Bei dir sowieso. Hast du jetzt die Maske echt mit nach Hause geschleppt? Ja, klar. Denn? Vielleicht können wir mal irgendwo einen Händler finden und das verkaufen oder so. Ja, oder wir können sie dekorativ an der Wand anbringen. Du, wer weiß, es gibt ja bald ein Update übrigens. Also liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob ihr schön fleißig die Patchnotes verfolgt, beziehungsweise die Roadmap. Also das erste Update soll ja schon Anfang Dezember kommen und das zweite sogar schon Ende Dezember. Also wäre ja ein Träumchen, ne? Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich habe so
Essen dabei. Hier muss man ein bisschen Essen loswerden hier. Nee, zwei unterschiedliche Käfer gibt Käferbrei. Ugh. Echt? Warte mal kurz. Wie heißt das? Fleisch- und Fischspieß hätte ich im Angebot. Fleisch- und Pilzspieß. Insektenspieß. Käfer und Fleisch. Okay. Shish-Kebab. So, ich hoffe nicht. Machst du zwei Portionen? Ja, kann ich machen. Danke. Fleisch. 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 Immer Fleisch, du. Irgendwie ist gefühlt der Rucksack immer so voll, gell? Das Problem habe ich nicht. Wieso habe ich eigentlich zwei Spitzhacken im Rucksack? Also zwei normale. Hä? Das ist ja merkwürdig so. Mal eine rausschmeißen. Was gibt's denn da zu lachen? Oh, bin ein fröhlicher Mensch. Du kannst dir hier gleich mal ein Spieß schon mal rausnehmen. Dann müssen wir es nicht wieder teilen. Yes, sir. Ich repariere derweil mal zwischendrin mein Zeug ein bisschen. Hast du schon wieder alles kaputt gemacht? Was ist los mit dir? Nö, klassische Abnutzung hier. Abnutzungserscheinung. So, das Klingeling der Mikro. Das Klingelingeling des Nekro? Nein, der Mikro, so. So, hab ihn. Danke. Wollt ihr nur einen Spieß? Ja, ich hoffe es. Weißt du was, ich renne einfach schon mal und dann wissen wir es und dann kannst du gegebenenfalls einfach noch was mitbringen, oder? Ja. Das machen wir. So, warte mal. Das hier ist aber alles fertiges Essen. Fertiges Essen schmeiße ich mal in die Kiste. Ja, das hatte ich nicht gesehen, dass du noch eine extra Kiste dafür hattest. I'm sorry. Ach, alles gut, alles. Ach du, ist ja jetzt. Wir haben ja zwei, drei Kistle, ne? Ja, ich weiß, was deine Ordnung angeht, bist du penibel. Ach du, ich habe nur Lust, irgendwie alles wiederzufinden, wenn ich es dann tatsächlich brauche. Und wenn du dann 20 Kisten durchsuchen musst, dann ist es halt immer. Völlig überbewertet. Völlig überbewertet. So. Es soll irgendwann auch Reittiere geben hier in dem Spiel, ne? Oh, das wäre cool. Mhm. Weil ich musste da, als ich das gelesen habe, an dich denken, weil du gesagt hast, oh, ich dachte, wir kriegen einen Vogel als Reittier. Ja. Jetzt weiß ich, woran mich die Vogelverwandlungsszene, wenn ich das so nennen darf, erinnert. An The Crow. Nein, an Braveheart, Mann. Braveheart. Achso, ich dachte, du meinst den Film mit Mel Gibson. Ne, Brave Star. Stimmt, es heißt Brave Star. Brave Star. Danke. Ach du, alles gut. Ey, mir fehlt immer noch ein Hauch Erfahrungspunkte. Fehlt mir noch. So, warte mal, wo bist denn du eigentlich gerade? Der Insektenspieß war richtig, aber er sagt immer noch Insektenspieß. Bring mal mehrere mit. Okay. Gut, dass ich noch nicht so weit weg war. Ja, ich hatte doch gesagt, du sollst warten. Ja, du weißt schon, ich bin ungeduldig. Oh, wir sind auch schon bei 30 Minuten, gell? Eieieiei. Tja, dann würde ich aber sagen, bis das da durchgekocht ist, das kochen wir einfach Outtake fertig und nächste Folge starten wir beim Haihund, oder? Beim Haihund Lizard Brave Star. Okay. Fände ich eine gute Idee. Tja, liebe Zuschauer, dann haben wir doch, glaube ich, jetzt schon mal wirklich einen Großteil dieser Insel hier erforscht. Dann würde ich sagen, den Rest machen wir einfach der nächste Folge und dann gucken wir mal, dass wir unsere Quest ein bisschen weiter verfolgen, oder? Oh ja. Wir brauchen noch das verschwundene Wildschwein und noch die Hilfe für Hornkopf. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Gut, so machen wir's. Dann bedanken wir uns natürlich ganz herzlich wieder bei euch fürs Zuschauen. Genießt die Zeit, bleibt uns gesund. Bis gleich.